So viel sei zu Peace Tour. Das ist eine Initiative, was uns unser Großschenk ins Herz gelegt hat. Dass wir durch die Welt reisen mit der Message, Botschaft des Friedens. Der Mensch kommt aus dem Himmel, aus dem Paradies, wo nur Frieden gab und Frieden gibt. Er kommt aus einer friedlichen Umgebung, der Mensch. Und Adam, der erste Mensch, kam in diese Welt, um hier innerhalb der Tierwelt und Junge die Zivilisation, die himmlische Zivilisation zu bringen. Aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen. Der erste Mensch war ein Prophet und ein gläubiger Mensch, ein Stellvertreter Gottes. Er kam in diese Welt hinein, um Frieden zu bringen. Diese Mission haben die Menschen, die nach ihm gekommen sind, hier nicht mehr geschafft, hier zu vervollständigen. Und sie haben sich wie Tiere angefangen zu bewegen. Sie haben sich der Tierwelt angepasst. Und wir sind Sufis, wir sind gläubige Menschen, wir haben eine gute Absicht. Wir wollen im Namen des Herrn leben, im Namen des Herrn uns bewegen. Und wir haben die Botschaft des Herrn erkannt und uns angenommen. Er sagt, wir sind Islam, meine Religion, inna dina indallahi Islam. Das ist mein Weg, Religion ist der Weg zu Gott. Mein Weg ist der Weg des Friedens. Und ein Muslim in der Übersetzung bedeutet der Friedliche. Und wenn wir Muslime sind und im Islam sind, im Kreis des Islam, dann müssen wir friedliche Menschen sein und nicht kriegerisch. Und wir haben die Botschaft verstanden und wir wollen die weiterleiten, überall in die Welt, weil alles, überall in dieser Welt, was bewohnt ist vom Mensch, das sind Kinder Adams und das sind geehrte Menschen von Gott am Anfang in der Vorewigkeit gelobt und gesegnet. Auch wenn sie sich falsch verstanden und den Frieden falsch verstanden haben und statt Frieden Krieg führen unter sich, möchten wir ein besseres Verständnis hier geben und den Weg des Friedens zeigen. Deshalb gehen wir zu jeder Ort, wo ein Mensch sich befindet, im Rahmen unserer Möglichkeiten, um diese Botschaft zu bringen und sagen, komm, wer du auch bist, wie du auch bist, was du auch bist. Komm, komm zum Frieden. Frieden deiner Seele, zum Seelenfrieden. Wer keinen Seelenfrieden bekommen hat, wird immer im Krieg sein mit sich selbst und mit seiner äußeren Welt. Und unsere Botschaft, deshalb unsere Tour, hat die Mission hier, egal welche Konfession, welche Glaubensrichtung, Menschen Verständnis des Friedens zu bringen, dass wir keine Unterschiede machen zwischen den Menschen und Glaubensrichtungen. Wir erkennen nur den Mensch und schauen nur den Mensch uns an, den Allah erschaffen hat, in Segen und Lobpreisung.